Was starrst du so, Pisspot? Hallo! Ich muss mit jemandem sprechen! Öffnet diese Tür! Mal wie du willst. Das kümmert keinen. Ich muss mit Elise de la Serre sprechen! Hört ihr mich? Elise de la Serre! Elise! Bringt Elise zu mir! Ich bin kein Mörder! Sie töten alle! Oh Gott, bitte helft uns! Du verschwendest nur Zeit. Quisse ultra morti offerant. Facilius requeriuntur. Nerv mich nicht, Bursche. Von wo ich sitze, könnte ich dich auf 7 Arten töten. 12 hätte ich einen Löffel. Sie kommen, um uns alle zu töten. Wenn du schnarchst, muss ich dich im Schlaf erwürgen. Nur als Warnung. Wo hast du das her, Pisspot? Ich bin nicht in Stimmung. Gib sie zurück! Hol sie dir. So du es kannst. Was ist denn, das hartes Pflänzchen? Ist deine Gefühle verletzt? Guter Schlag, Pisspot. Mal sehen, was deine Verteidigung tat. So viel Mühe für eine kaputte Antiquität. Die einzige Antiquität hier kann ihr dummes Maul nicht halten. Sag das mal, ich habe genug gesagt, alter Mann. Und geh wieder an dein Gekürzel, alter Mann. Gekürzel? Das hier. Überall. Als wären wilde Hühner über die Zellenwand gelaufen. Wo? Komm her, du kleiner Pisspot. Nimm deine Hände weg. Sieh auf die Wand. Was machst du? Konzentrieren. Konzentrier dich. Was ist das? Botschaften aus der Vergangenheit. Die Hälfte der Pariser Gefängnisse habe ich bereits danach abgesucht.
Wie heißt du, Junge? Arnaud. Arnaud Victor Dorion. Dorion. Natürlich. Pierre Bellec. Ich kannte deinen Vater. Schön für dich. Er starb bei Versailles. Ungefähr 76, 77. Dezember, wenn ich nicht irre. Keine Zeugen. Woher weißt du? Dein Vater war Assassine, Arno. Er gab sein Leben im Kampf für die Freiheit aller Menschen. Halt dich an mich. Vielleicht lebst du lang genug, dich uns anzuschließen. Und sein Andenken zu ehren. Hör mal, dieser Kult von dir ist sicher ein amüsanter Haufen, aber ich bin nicht interessiert. Ich will einzig und allein Elise finden. Und wie willst du das anstellen von ihr drin? Auf, das Schicksal könnte bald an unserer Tür klopfen. Kanonenschüsse! Manchmal klingt das Schicksal wie ein Kanonenschuss. Sicher die Gefangenen! Tu, was ich tue. In Deckung! Gefangene, an die Wand! Auf wessen Befehl? Ich hab dir gesagt, das geht schief. Druck! Gefangene, an die Wand! Verschwinden wir aus dem Schreckloch. Hier da! Auf! Was das Zeug ist! Was passieren mag. Ja. Gerade hier! Warte dafür! Ich hab verschlossen! Halte sie mir noch vom Leib, Pisspot! Sollte mich einer abmachen. Bellec, ist die Tür offen? Wir haben ein Problem. Was? Ich wäre soweit. Kein Problem. Lass dir nur Zeit. Das kann nicht euer Ernst sein.
Und jetzt? Brillant! Und wie kommen wir wieder runter? Vertrau mir! Du Pisspot! Zeit zu springen! Was? Der Kerker hat dir den Verstand geraubt, alter Mann! Das hat der Alkohol schon vor langer Zeit erledigt. Jetzt hoch mit dir! Ich kann... Das ist unmöglich! Unmöglich? Das muss jeder Assassine können, Junge! Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Du passt gut zu uns. Bis dann, Pisspot! Du, zurück von der Kante! Merde! Nette Begrüßung. Man muss vorsichtig sein. Nach allem, was passierte. Elise, ich... War das deine Art, meinem Vater für seine Güte zu danken? Elise, bitte. Glaub nicht, dass ich schuld am Tod deines Vaters war. Er war nicht der Mann, für den du ihn hieltest. Auch mein Vater war das nicht. Ich weiß ganz genau, wer mein Vater war, Arno. Und auch, wer deiner war. Ich denke, es war wohl unvermeidlich. Du, Assassine. Ich, Templer. Du? Schockiert dich das? Mein Vater wollte immer, dass ich in seine Fußstapfen trete. Jetzt bleibt mir nur noch, ihn zu rächen. Ich schwöre dir, ich hatte mit seinem Tod nichts zu tun. Hattest du doch. Nein. Nein! Bei meinem Leben, ich schwöre dir, dass ich... Ist das... Ein Schreiben gerichtet an meinen Vater am Tag seiner Ermordung. Lies es. Großmeister de la Serre, ich erfuhr durch meine Agenten, dass ein Mitglied unseres Ordens eine Verschwörung gegen euch plant. Ich bitte euch, seid bei der Initiation heute Abend auf der Hut. Traut niemandem, nicht mal euren allerbesten Freunden. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Al. Den Brief fand ich im Zimmer meines Vaters. Ungeöffnet. Ich wusste ja nicht. Mein Vater auch nicht. Woher hätte ich es wissen sollen? Bitte. Geh einfach. Wen soll das bedeuten? Ja.